Am vergangenen Samstag bei der 3:0-Niederlage gegen RB Leipzig fehlten einige Stars. Zum morgigen Spiel gegen Manchester City sind drei Stars wieder mit dabei. Zudem möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich ab heute wieder in die Schule gehe. Das bedeutet 10. Klasse, Fokus liegt auf der Schule, es werden nicht mehr so viele Videos kommen. Karim Adeyemi, Daniel Malen und Thorgan Hazard sind wieder mit von der Partie. Das heißt, der BVB ist offensiv besser und breiter aufgestellt gegen Manchester City. Trotzdem muss man vorsichtig sein, denn man muss schauen, ob Malen und Adeyemi von Beginn an ran können. Malen fehlte über einen Monat wegen eines Muskelfaserrisses, Adeyemi fehlte zuletzt wegen einer Fußverletzung, nachdem er zuvor mit einer Zehenverletzung zu kämpfen hatte. Bei Hazard hingegen stehen die Chancen auf die Startelf gut. Er hatte nur das Spiel gegen Leipzig pausieren müssen, nachdem er gegen Kopenhagen verletzt runter musste. Nico Schlotterbeck weiß, wie man Erling Haaland stoppt. Er sagt, nachdem er auf das Spiel gegen City und auch auf Erling Haaland angesprochen wurde, dass er weiß, wie man Haaland stoppe. Es ist aber die Pflicht, den ganzen Verein zu stoppen. Erling ist da, glaube ich, das kleinste Problem. Ich finde diese Einstellung grundsätzlich gut. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass der Norweger in 6 Spielen 10 Tore schoss und eine Vorlage gegeben hat. Nun möchte ich auch mal wieder von euch wissen, was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auf das morgige Spiel oder habt ihr eher Angst? Bei mir ist es beides. Ich freue mich natürlich immer, wenn Borussia Dortmund spielt, aber natürlich auswärts gegen Manchester City ist das natürlich eine Hausnummer. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr versteht das, dass jetzt nicht mehr so oft Videos kommen. Dann würde ich mich auch verabschieden. Bis dann und ciao, ciao.